Bücherfreunde und herzlich willkommen beim 18. Türchen meines Highlights Adventskalenders, in dem es ja nur um meine Buchhighlights 2020 geht. Und da darf in diesem Jahr definitiv Walter Mörs mit Die Stadt der träumenden Bücher nicht fehlen. Ein Buch, wo ich mich frage, wie konnte ich es 13 Jahre ignorieren, denn ursprünglich ist das Buch ja 2007 erschienen und ich habe bisher noch nichts irgendwie von Walter Mörs gelesen und ich frage mich gerade, wie konnte das eigentlich passieren. Ein Buch, das jetzt tatsächlich über ein Jahr auf meinem Sub lag, das ich von der lieben Becky geschenkt im Grunde bekommen habe, weil sie einige andere Ausgaben hat und gesagt hat, die nicht so schöne Taschenbuchausgabe hat sie sozusagen übrig, wobei auch die wirklich ganz, ganz wunderbar ist. Also auch die hat ja wunderschöne Illustrationen enthalten, Bilder enthalten, die alle Walter Mörs selbst gezeichnet hat. Ich selbst habe parallel zum Buch schauen und Buch markieren das Hörbuch gehört, das gesprochen wird von unglaublichen Dirk Bach und der diesen Figuren so viel Leben einhaucht, wie es ein Rufus Beck in der Harry Potter-Reihe geschafft hat. Einfach eine groß, groß, großartige Vertonung, die ich auch nicht unerwähnt haben möchte. Wir sind in Zamonien und wir sind unterwegs mit Hildegunst von Mythenmetz, ja, einem jungen Dichter, der seinen Buchpaten sucht, der ihm im Grunde ein Manuskript hinterlassen hat. Und der landet dann eben in der Stadt der träumenden Bücher und merkt recht schnell, dass diese Welt doch gar nicht so ungefährlich ist, wie sie so scheint und dass auch Bücher durchaus gefährlich sein können und dass es viel mehr Wesen gibt, als wir sie bis jetzt im Grunde kennen und die es nicht immer gut mit den Büchern und dem Lesen meinen. Aber wir treffen auch zum Beispiel auf die bekannten Buchlinge, die man einfach nur ins Herz schließen kann. Und so begleiten wir unseren Hildegunst eben ja durch diese Stadt, durch dieses Labyrinth an Läden, an Antiquariaten, an Buchhandlungen und eben auch sogar ganz tief in die Katakomben. Und es ist unglaublich spannend, es ist innovativ, es ist so fantasiereich, wie ich selten ein Buch erlebt habe. Also das hebt tatsächlich in der Fantasy alles irgendwie nochmal nach oben. Es toppt gefühlt alles, was an Kreativität irgendwie geschaffen wurde, wenn man eben wirklich davon ausgeht, was sich Walter Mörs da ausgedacht hat. Es ist fantasievoll, es ist bildhaft, es ist wunderbar geschrieben, es hat Humor. Alleine wenn man hier einen Abschnitt hat, wo es dann darum geht, dass Bücher einen zum Schreien bringen und man sich hinter Möbeln versteckt. Das war so ein Moment, da musste ich lauthals loslachen, weil ich dachte, ja, wem ist das nicht schon passiert? Und es sprüht und strotzt vor Fantasie und Lebendigkeit und man hat wirklich das Gefühl, dass diese Fantasie hier unendlich groß ist. Und ich fühle mich so ein bisschen wie Bastian Balthasar Bax in der unendlichen Geschichte, dass ich hier eingetaucht bin. Ich bin in diesen Bann gezogen worden. In meinem Kopf lief ein Film ab und ich war total gefesselt. Ich fand es einfach großartig, dem Buch zu lauschen, in dem Buch zu blättern, auch nochmal was nachzulesen, Markierungen zu setzen. Ich bin verliebt in diese Welt. Ich finde die einfach nur großartig. Sprachlich ist es schon eigentlich sehr leicht, also man kann ihm gut folgen. Ich fand den Anfang so ein bisschen, huch, wo bin ich denn hier gelandet? Also spätestens als mich Dirk Bach dann auch mal angeschrien hat, so alle, hey Leser, jetzt hör endlich zu. Und das ist irgendwie so dann denkt, wo bin ich hier eigentlich hingekommen? Und dann merkt man aber, dass einem gerade das so unglaublich gut gefällt, als mir als Leser. Und ich habe das im Leseklub haben wir es gelesen und uns ging es wohl allen so, dass der Anfang durchaus irgendwie noch gewöhnungsbedürftig war. Aber man sich dann danach denkt, man kann nie wieder ein normales Buch lesen. Das ist ja alles total langweilig, was da einem im Grunde erzählt wird, wenn das so in einem normalen Standardton erzählt wird. Ich fand es großartig. Also ich sitze hier auch wirklich mit einem breiten Grinsen, weil mir das dieses Buch wirklich ins Gesicht gezaubert hat. Ich habe die Lesezeit genossen, ich habe die Hörzeit genossen, ich habe das von Dirk Bach genossen und ich mochte diese Welt, die Walter Mörs aufgemacht hat und wie er uns da hineinführt, immer tiefer, 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 tiefer in die Welt. Und für jeden, der Bücher liebt, der ja im Grunde auch selbst einfach in Bücher versinken kann, der wird sich hier auch tatsächlich einfach wiederfinden und einfach diese Welt lieben. Und es ist eine Ode an die Literatur. Ich weiß gar nicht, wie es so schön hier hinten heißt. Genau, es ist die größte, schönste Liebeserklärung an das Lesen und die Literatur, die in diesem Jahr zu haben ist. Das hat die Welt gesagt. Und das Buch wurde auch 2005 mit dem Fantastikpreis ausgestattet. War es dann schon 2003, dass es erschienen ist? Ich dachte, ich hatte mir 2007 aufgeschrieben. Nee, erste Auflage 2006. Naja, gut, dann habe ich mich verschätzt. Dann ist es sogar 2006 und nicht 2007.
Wobei, ja, hier heißt es Fantastikpreis 2015. Ich bin gerade irritiert. Wahrscheinlich ist das Taschenbuch 2006 erschienen, während wahrscheinlich das echte Buch 2005 ist. Ist vollkommen egal. Es hat auf jeden Fall einen Preis bekommen und es musste jetzt auch einfach in den Adventskalender. Ein großartiges Buch, ein Werk, das ich nicht das letzte Mal gelesen habe und ich glaube, ich bin auch diesem Stile komplett verfallen und ich glaube, es muss jetzt einfach weitergehen. Ich habe schon gesehen, ich glaube, das nächste Buch, was dann darauf folgend ist, dann das Labyrinth irgendwas. Ich bin mir gerade nicht sicher, wer es weiß, kann natürlich keiner in die Kommentare schreiben. Ich bin verliebt, ich bin total in dieser Welt aufgegangen und ich habe sehr viel gelacht und sehr viel geschmunzelt und es einfach genossen und ja, ich glaube, jetzt genug geschwärmt. Ich wollte mich ja eigentlich so an den 6 Minuten orientieren. Ich glaube, ich bin da schon ein bisschen drüber. Aber jetzt rede ich dafür ein bisschen schneller. Und danke euch nun fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen 18. Dezember. Jetzt ist es ja auch gar nicht mehr so weit bis zum Heiligabend. Und ja, ein paar Bücher kommen auf jeden Fall noch. Lasst es euch gut gehen. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Eure Steffi.